Heute werde ich heiraten. Ich, Emma Potter, werde Lenny Shaw heiraten. Aber davor sollte ich noch etwas anderes tun. Ich muss es ihm endlich sagen. Ich muss ihm endlich sagen, dass wir ein Baby bekommen. Aber ob er wohl gut damit umgehen wird? Hallo, ich bin Ellie Jenix und das ist der 31. Part meiner 100 Baby Challenge. Viel Spaß! Und wieder sind wir zurück bei unserer Familie Potter und heute ist ein ganz besonderer Part, denn heute findet die Hochzeit von Emma und Lenny statt. Ich freue mich schon wirklich sehr auf diesen Part und bin schon sehr gespannt, ob alles so funktioniert, wie ich es geplant habe. Aber bevor die Hochzeit stattfinden kann, müssen wir natürlich noch alle Hochzeitsvorbereitungen treffen. Also das meiste haben wir ja schon im letzten Part erledigt, aber ein paar Kleinigkeiten müssen wir eben in diesem Video jetzt noch machen. Bevor wir aber reinstarten, wenn dir dieses Let's Play und auch meine anderen Videos gefallen sollten, dann vergiss nicht, mich hier zu abonnieren und schau auch sehr gerne auf meinem Twitch-Kanal vorbei. Außerdem haben wir letztens im Stream darüber gesprochen, wie wichtig Kommentare auf YouTube sind. Und da das einigen anscheinend nicht bewusst war, wollte ich jetzt nochmal hier ansprechen. Kommentare sind für den Algorithmus wirklich sehr, sehr wichtig. Also wenn ihr meine Videos gerne schaut, dann kommentiert bitte auch fleißig. Es ist wirklich ganz egal, was ihr schreibt. Ihr könnt auch gerne unter jedes Video einfach nur schreiben, cooles Video. Aber gut, dann starten wir jetzt gleich in den Part hinein. Und so starten wir in den Part hinein. Ich habe keine Ahnung, was da gerade vor sich geht. Also auf jeden Fall ist Coco sehr, sehr schmutzig und er denkt an einen Schatz. Also wenn irgendwer von euch weiß, was das zu bedeuten hat, gebt mir sehr, sehr gerne Bescheid. Ich habe keine Ahnung, was er macht. Soll Daisy den Klassenkameraden Christian zu sich einladen? Wer ist Christian? Aber okay. Gut, ansonsten sind alle mit der Schule fertig und stellen sich auch gar nicht so schlecht an. Das ist wirklich sehr, sehr gut. Ivy, das Erste, was du jetzt machst, ist, dass du dich um deinen Hund kümmerst. Wir werden ihn einmal umarmen, dann werden wir bürsten und dann wird sie Coco auch noch baden. Ist das dieser Christian? Anscheinend ist es auch einer der beliebten Kids. Dann wird sie einmal hingehen und ihm ein Kompliment über sein Outfit machen. Und dann muss Daisy eigentlich eh schon zum Cheerleader-Training. Schulfototag. Heute war Fototag. Hoffentlich hat Ivy das nicht vergessen. Naja, aber selbst wenn, wie man lächelt, hat sie bestimmt nicht vergessen. Heute war anscheinend Schulfototag, aber irgendwie nur für Ivy. Eine Sache wollte ich euch noch erzählen. Wir haben uns ja als eine Regel der Challenge darauf geeinigt, dass alle unsere Kinder etwas erreichen müssen, bevor sie ausziehen dürfen. Und da habe ich mir jetzt bei den Drillingen zumindest einmal etwas überlegt. Und zwar, bei unserer Daisy habe ich mir gedacht, ich hätte sehr gerne, dass sie, bevor sie auszieht, verheiratet sein muss. Also vermutlich werden wir sie mit ihrem Sydney verheiraten. Stimmt, die beiden sind noch nicht mal offiziell zusammen, aber sie sind Turteltauben. Und ich hätte eben geplant, dass wir die beiden verheiraten und in ein Haus einziehen lassen. Und dann haben wir sozusagen die Challenge für Daisy geschafft. Bei Ivy haben wir ja schon öfter darüber gesprochen. Und zwar möchte ich bei ihr das Landschaftspflegerin-Bestreben abschließen. Da sind wir noch sehr, sehr am Anfang. Das heißt, sie wird vermutlich noch länger bei uns leben, aber ist ja prinzipiell auch egal. Sie kann ja auch noch im Erwachsenenalter hier leben und einfach am Hof ein wenig mithelfen. Dann haben wir da natürlich noch Violet und bei ihr habe ich mir überlegt, dass sie sowohl die Gitarrenfähigkeit als auch die Klavierfähigkeiten maximieren muss. Ich glaube, ein bisschen angefangen hat sie da ja bereits. Okay, also Gitarre ist sie Level 1. Klavier ist sie Level 2, also sie hat schon noch einen ganzen Weg vor sich. Aber ich glaube, das ist eine gute Idee und das ist auch sehr realistisch, dass wir das erreichen. Vielleicht nehmen wir die Singfähigkeit noch dazu, da hat sie ja auch schon Level 3. Wow, sie hat da einfach noch immer dieses Fass stehen, das Passionsfruchtsaftfass. Ja. Okay, auf jeden Fall bekommt sie jetzt ein paar Instrumente oder auch nur ein Instrument. So viel Geld haben wir dann auch wieder nicht. Wow, das ist gar nicht so günstig. Stellen wir ihr einfach das Keyboard ins Zimmer. Ja, einfach so hierher und dann kann sie gleich mal Keyboard üben gehen. Wie geht es denn, Kids? Jared ist schon am Neppen und auch Rose ist am Neppen. Oh, die Kleinen. Die hatten ja immerhin ihren ersten Schultag und sind anscheinend noch ein wenig überfordert. Aber Rose wird jetzt auf jeden Fall mal aufstehen und wird die Hausaufgaben machen. Sie wird die Matheaufgaben lösen. Jared kann tatsächlich noch schlafen. Emma wird jetzt angerufen von dem Mann ohne Namen. Erinnerst du dich, als wir über Eva Winter gesprochen haben? Wir hatten ein echt nettes Date. Ich erinnere mich tatsächlich nicht mehr.
gib jetzt keinen Solo-Auftritt, du musst dich um einige Dinge kümmern. Und zwar müssen wir natürlich nach wie vor jede Menge Geld verdienen. Immerhin kostet eine Hochzeit jede Menge Geld und deshalb wirst du jetzt jede Menge Sachen einmachen. Und irgendwann müssen wir hier auch wirklich noch ein Gewächshaus draußen machen. Aber leider fehlt uns dann momentan, wie sollte es anders sein, das Geld. Teamtraining. Ein Teammitglied ist wegen einer Verletzung ausgeschieden und Daisy soll die Position übernehmen. Daisy braucht nur stillzustehen und wird dann ein paar Meter hoch in die Luft geworfen. Keine Sorge, sie lassen selten jemanden fallen. Wie war das Teammitglied noch einmal verletzt worden? Es ist Daisy. Ich glaube, sie möchte fliegen. Daisy schlägt sich recht gut beim Training, aber wenn man in letzter Minute die Position wechseln muss, reicht die Zeit nicht auf, um sich ausreichend vorzubereiten. Daisy wird von den anderen hochgeworfen, springt aber zu früh runter und zieht sich eine leichte Verletzung zu. Oh nein. Okay, aber ich glaube, es war halb so schlimm. Übrigens freundet sich Ivy gerade tatsächlich mit Christian an. Also das ist ja der, den Daisy heute aus der Schule mitgebracht hatte. Sie empfindet ihn auch als sehr attraktiv und sie finden einander interessant. Das ist voll süß. Das ist zum ersten Mal, dass Ivy sich mit jemandem gut versteht. Dann wirst du einmal Fotos mit ihm teilen. Dann könnt ihr eine tiefgründige Unterhaltung führen. Über Träume reden. Ich wollte sowieso, dass Ivy einen Freund findet, weil langsam wird es Zeit, dass sie sich outet. Also, dass ihr eben bewusst wird, dass sie nicht binär ist. Und ich glaube, da tut ihr ein Freund an der Seite ganz schön gut. Und vielleicht wird das ja Christian. Vielleicht wird ja auch noch eine Love Story draus. Also schreibt mir da natürlich auch gerne eure Ideen in die Kommentare. Ich finde ihn auf jeden Fall sehr, sehr süß und es freut mich, dass sie endlich jemanden hat, mit dem sie sich gut versteht. Oh, und jetzt kommt auch Attraktivitätsmerkmale. Während des gesamten Gesprächs hatte Ivy den Eindruck, dass Christian sie ziemlich attraktiv findet. Was sie dazu veranlasste, sich zu fragen, ob sie die richtige Idee hat. Okay, ja, diese Übersetzung ist wieder sehr, sehr wild, aber ich glaube, es soll heißen, dass sie einander attraktiv finden. Und Emma ist kokett und muss auf die Toilette. Das ist schon irgendwie eine seltsame Familie. Ich weiß nicht, sie machen immer komische Sachen. Und niemand hat Coco gebadet. Rose ist mit den Hausaufgaben fertig und ist jetzt gerade nach unten gekommen, um sich mit ihrer Mutter zu unterhalten. Und ich glaube, das ist der perfekte Zeitpunkt, dass wir sie jetzt fragen, ob sie auf der Hochzeit die Blumen streuen möchte. Und zwar, ich glaube, sie wird die Blumen streuen und Jared kann auch gleich mal herkommen, weil den würde ich gerne fragen, ob er die Ringe tragen möchte. Ich glaube, Emmas Vater ist ja der Offiziant und ihre Mutter ist die Trauzeugin. Ich glaube, ansonsten gibt es ohnehin keine Rollen mehr zu verteilen. Okay, ich glaube, sie möchte die Blumen streuen und dann fragen wir nochmal Jared, ob er den Ring tragen möchte. Also ich bin mir nicht ganz sicher, es stand jetzt nichts da, aber irgendwie haben beide die ganze Zeit glücklich ausgesehen. Deshalb glaube ich, dass das schon geklappt hat. Jared hat absolut keinen Bock. Alles klar. Ja, musst du eh nicht. Geh du mal auf die Toilette und dann geh einfach schlafen. Emma hat nämlich noch einiges zu tun. Hier geht nämlich alles schon wieder drunter und drüber. Sie muss das reparieren. Dann die ganzen Pfützen aufwischen. Das putzen. Gut, Violet ist noch immer am Keyboard üben. Daisy hat gerade ihre Hausaufgaben fertig gemacht. Dann könnte sie ein wenig Cheerleading üben. Und Ivy ist betrunken. Geschmeidiges Getränk. Ein geschmeidiges Getränk trägt dazu bei, den Tag etwas angenehmer zu machen. Wieso trinken eigentlich immer alle hier am Fassstand? Es ist gerade keine Party. Ja, dann kann sich Ivy eigentlich noch ein wenig um die Tiere kümmern. Sie wird hier mal die Eier einsammeln, Futter in der Nähe verstreuen. Wieso sind denn nicht alle im Stall? Adelheid, hast du keinen Platz mehr? Ja, irgendwie möchte Adelheid nicht mehr zu den anderen. Und Emma kann dann gleich mal die Hochzeit planen. Ich habe mich nämlich dafür entschieden, dass die morgen stattfindet. Und dann müssen sich eben alle Urlaub nehmen von der Schule oder einfach nicht in die Schule gehen. Je nachdem, das entscheiden wir dann morgen. Aber auf jeden Fall werden wir die Hochzeit hinzufügen. Und zwar eine Hochzeitszeremonie. Brautpaar ist klar, Emma und Lenny. Trauzeugin ist unsere Scarlett. Offiziant ist unser Haru. Blumenkind haben wir Rose. Ringträger haben wir jetzt tatsächlich keinen, weil Jared wollte nicht. Und Gäste. Wir werden einladen. Daisy, Jared, Violet, Ivy. Dann noch Raoul. Kaori laden wir ein, weil das ist ja die Freundin von Gabriel. Janet werden wir nicht einladen, glaube ich, weil ich weiß nicht, ob Emma überhaupt weiß, dass Violet und Janet sich treffen. Deshalb werden wir die jetzt mal nicht einladen. Sydney werden wir aber einladen, weil dass der Freund von Daisy ist, das wissen wir. Dann noch Leo, Lavina, Florian, Avery, Ted, Jonas, Manuel. Oh, das sind ganz schön viele. Dann natürlich noch Gabriel. Ja, und ich glaube, das war's eigentlich. Ja, sind eigentlich wirklich jede Menge Gäste.
Das ist tatsächlich sehr, sehr schnell gegangen. Was wollen wir für Ereignisse? Natürlich gibt es einen Hochzeitstanz, Getränke, Hochzeitsschmaus, Gang hinuntergehen, Torte anschneiden, Gelübde ablegen, ehelicher Kuss und tanzen. Dann müssen wir noch die Outfits wählen. Oh, wir haben noch keine Hochzeitstorte. Aber die können wir anscheinend auch im Nachhinein auswählen. Sehr, sehr gut. Kleidervorschrift ist aufgestylt. Emma haben wir ja schon ein Hochzeitskleid gegeben. Das werden wir dann einfach bei der Hochzeit anziehen. Aber Lenny braucht natürlich auch noch einen Anzug. Weil, wenn ich mich richtig erinnere, haben wir ihm im letzten Part noch kein Umstyling für die Hochzeit gegeben. Aber das geht ganz schnell. Ja, die Frisur kann er ohnehin beibehalten. Außer es gibt etwas, wo die Haare so nach hinten sind. Nein, das meinte ich definitiv nicht. Er hat hier eine Narbe. Das habe ich noch gar nicht gesehen. Vielleicht so. Ja. Ich glaube, wir geben ihm so eine Frisur. Das wirkt dann irgendwie ein bisschen formeller. Und dann noch irgendeinen Anzug. Ja, ich glaube, ich gebe ihm das. Das ist nämlich schick, aber eben nicht zu aufgestylt. Und ich glaube, das passt ganz gut zu seiner Persönlichkeit. Emma hat ja ein sehr extravagantes Hochzeitskleid, aber wir wissen ja bereits, dass die beiden irgendwie eher Gegensätze voneinander sind. Deshalb finde ich, das passt ganz gut. Und es findet natürlich an dem Schauplatz statt. Barn Wedding. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich euch das schon gezeigt habe. Auf jeden Fall habe ich den aus der Galerie und er ist wirklich unglaublich schön. Ich glaube, wir starten um 9 Uhr. Ich glaube, das ist eine gute Zeit, um eine Hochzeit zu starten. Perfekt, dann ist jetzt alles geplant. Oh, es steht sogar im Kalender. Hochzeitszeremonie, wie cool ist das? Oh, und jetzt müssen die Kinder anscheinend auch nicht mehr zur Schule. Alles klar, das ist sehr, sehr gut. Ich glaube, dann wird Emma jetzt aber noch ein bisschen arbeiten. Morgen in der Früh vielleicht sogar noch zum Markt gehen, damit wir noch Geld verdienen können. Und ich glaube, wir sehen uns erst dann bei der Hochzeit wieder. Wir haben jetzt kurz vor 7 Uhr früh. Emma ist gerade aufgestanden und tatsächlich fühlt sie sich sehr, sehr unwohl. Also einerseits hat sie Rückenschmerzen wegen der Schwangerschaft und andererseits hat sie Heißhunger auf reichhaltiges Essen. Also die Schwangerschaft macht sich auf jeden Fall bemerkbar. Und falls ihr euch noch daran erinnern könnt, Lenny weiß noch immer nichts von dem Kind. Und nein, Violet macht heute ganz sicher keinen Ausflug ins Theater, denn heute heiratet ihre Mutter. Und heute muss auch niemand in der Schule sein. Dann startet die Hochzeit eben sehr, sehr bald, aber davor werden wir mit Emma noch schnell zum Markt schauen. Sie hat in der Nacht nämlich noch sehr, sehr viel gearbeitet, deshalb haben wir einige eingemachte Sachen und wir haben noch keinen Kuchen. Oh Gott, Emma, schnell, du musst einen Kuchen backen. Bevor wir irgendetwas anderes machen, muss sie einen Kuchen backen. Und wir können nur... Oh, wir können sicher einen Honigkuchen backen, wenn wir mal zu unseren Bienen schauen. Oh Gott, leben die überhaupt noch? Okay, sehr gut. Honig sammeln. Bei denen waren wir tatsächlich schon ewig nicht mehr. Emma, dann musst du jetzt ganz schnell einen Honigkuchen backen. Sie ist schon so schwanger. Okay, aber das dritte Trimester ist tatsächlich erst in 2 Tagen. Ich habe die Schwangerschaft ja sehr, sehr hoch gestellt. Oh, ja, die Hochzeitszeremonie beginnt bald. Schnell, zum Markt gehen geht sich nicht mehr aus, aber back schnell einen Honigkuchen. Okay, Honigkuchen. Sehr, sehr gut. Backen ist großartig. Ja, Emma kann sehr gerne backen mögen. Der Kuchen wird leider nicht mehr pünktlich fertig, denn wir müssen jetzt losgehen. Die Hochzeitszeremonie fängt jetzt an. Und aus irgendeinem Grund ist hier nur Jared zu sehen. Ich hoffe sehr, dass die anderen auch mitkommen. Los geht's und wir haben leider keinen Kuchen. Das habe ich leider verkackt. Und vor allem wird das vielleicht eh nicht die schönste Hochzeit, die wir jemals gesehen haben. Warum spoilere ich eigentlich die ganze Zeit? Ich weiß es selbst nicht. Sorry. Okay. Oh mein Gott, alle sind gekommen, glaube ich zumindest. Auf jeden Fall sind sehr viele hier und alle freuen sich über die Natur. Außer Jared, der freut sich nicht, weil jemand in der Nähe traurig ist und irgendjemand stinkt. Wer ist stinkend zur Hochzeit gekommen? Okay, keine Ahnung. Gut, ja, alle sind da und dann kann Emma ja eigentlich gleich mal ihre Gäste begrüßen. Da sind ja auch Leute, die hier nichts verloren haben. Warum sind hier Schüler? Das ist kein Schulausflug, Leute. Das ist Emmas Hochzeit. Ja, okay. Never mind. Gut, hier haben wir Caterer. Wieso haben wir einen Caterer? Ich wollte keinen Caterer. Schülerberater? Hä?
Okay, zumindest Leo ist da als einer unserer wenigen Gäste. Dann werden wir einmal unsere Verlobung bekannt geben. Ich glaube zwar, er weiß das, wenn er auf unserer Hochzeit ist, aber egal. Und dann werden wir einmal Zweifel über die Hochzeit äußern und vielleicht einfach andeuten, dass sie eben ein sehr sichtbares Geheimnis hat, das Lenny noch nicht weiß. Schulleiter, ich weiß nicht, was hier gerade passiert. Hier ist jetzt ein Caterer und irgendwo auch ein Schülerberater. Okay, aber zumindest Leo ist da und zumindest ist auch der Bräutigam da. Also ich hoffe, das ist Lenny. Ja, perfekt. Okay, die wichtigen Leute sind zumindest da. Dann wirst du einmal hingehen und einmal mit ihm flirten. Und dann wird Emma ihm auch noch ihre ewige Liebe erklären. Ivy ist aus irgendeinem Grund gar nicht so glücklich. Und hier sitzt außerdem noch Thatcher und irgendein Schüler, Jens Tyson. Ich weiß wirklich nicht, was da los ist. Vielleicht ist der Go-to-School-Mod irgendwie verbuggt und glitscht. Oh, aber die beiden, die sind sehr, sehr süß. Und Gabriel ist auch gekommen. Violet, geh du mal zu deinem Vater. Erzähl ihm eine dramatische Geschichte. Erzähl vielleicht von deinen letzten Fortgeh-Eskapaden. Dein Vater hört das wahrscheinlich gern und ist auch noch stolz auf dich. Daisys Freund ist irgendwie nicht gekommen, aber ist auch nicht so schlimm. Unterhalt du dich mal mit deinem Onkel. Bitt ihn einmal um Rat. Wer bist du? Der Schulleiter. Hier haben wir noch... Ach, Kaori, stimmt, sie ist ja schwanger. Wir haben ihr ja ein Baby eingepflanzt. Okay. Violet, dann musst du natürlich dich auch mal bei Kaori vorstellen. Du wirst dich einmal fröhlich bei ihr vorstellen. Also wer diesen Part damals nicht gesehen hat, das ist eben Kaori, die neue Freundin von Gabriel. Die beiden wohnen zusammen in Mount Komorebi und sie bekommt ein Baby von ihm. Und irgendwie nerven mich diese Kinder unglaublich, weil sie machen alles sehr, sehr chaotisch. Oh, hier haben wir jetzt Sydney. Sehr, sehr gut. Dann Daisy, unterhalt du dich mal mit deinem Sydney. Mach ihm ein von Herzen kommendes Kompliment. Dann könnt ihr eigentlich mal miteinander flirten. Und bevor wir die Hochzeit stattfinden lassen, möchte ich das zwischen den beiden ein wenig ernster machen. Deshalb werden die beiden jetzt mal eine Gruppe bilden und sich irgendwo hier abseits hinsetzen. Die könnten sich eigentlich hier reinsetzen. Hier ist ja niemand anders. Und dann werden sie sich jetzt dort drin noch ein wenig unterhalten. Wahrscheinlich ist Daisy jetzt einfach so zu ihm hingekommen und hat gesagt, hey, Sydney, ich muss dir was erzählen, aber können wir das irgendwie privat machen, also nur unter vier Augen. Ich möchte nicht, dass das irgendjemand anders mithören kann. Allen ist furchtbar kalt. Warum heiraten wir auch im Herbst? Keine Ahnung. War natürlich nicht meine Idee. Und zwar wird sie ihm jetzt gestehen, dass sie in ihn verknallt ist. Ich bin schon sehr gespannt, was er darauf sagt. Oh, er hat sich voll gefreut. Und dann können sie eigentlich gleich mal ihren ersten Kuss erleben. Also ich schätze Daisy nämlich so ein. Oh, jetzt mögen sie sich nicht mehr. Egal, das war nur ein kurzer Streit. Sie haben sich noch gern. Und jetzt erleben beide ihren allerersten Kuss. Oh, es ist so süß. Gut, jetzt werden sie dann mal über Hochzeit reden. Also über diese Hochzeit, nicht über ihre Hochzeit. Ich hoffe, das ist klar. Okay, Sydney ist es anscheinend nicht klar und ihm war das ein bisschen zu schnell. Verstehe ich irgendwie sogar. Dann werden wir nochmal mit ihm flirten. Und dann noch einen Anmachspruch loslassen. Und dann wird sie ihn, glaube ich, gleich mal fragen, ob er ihr fester Freund sein will. Das wollte ich schon die ganzen Parts machen, aber irgendwie sind die beiden so untergegangen. Deshalb müssen wir das jetzt schnell erledigen, bevor Emma heiraten kann. Ich hoffe, er sagt ja. Ja, perfekt. Daisy und Sydney sind jetzt ein Paar. Daisy freut sich auch ungemein. Also die beiden sind jetzt zusammen. Gut, das wollte ich auf jeden Fall vorher noch abschließen. Violet geht es irgendwie sehr, sehr schlecht. Okay, wegen ihrem Angst vor unerfüllten Träumen geht es ihr wirklich sehr, sehr schlecht. Gut, aber ein ernstes Gespräch haben wir noch zu führen, bevor wir heiraten können. Und zwar, ja gut, das können wir mal einloggen. Emma möchte mit Lenny nämlich knuddeln. Dann werden die beiden jetzt mal eine Runde bilden. Denn Emma muss ihm ja noch erzählen, dass sie ein Kind bekommt. Und er ahnt gar nichts. Oh, und die beiden sitzen hier. Wie süß. Sie sind so süß. Wo gehen die beiden jetzt hin? Oh, die können da einfach ein bisschen weiter rüber gehen. Geht einfach mal hier hin. Sie ist jetzt auch unglaublich traurig. Auf einer anderen Ebene. Emma ist glücklich wegen der bevorstehenden Geburt. Manchmal betrübt es sie, Zeit mit einem Partner zu verbringen, der dieses Baby nicht will. Also Lenny weiß es ja noch gar nicht und trotzdem hat Emma schon Angst davor.
Gut, dann wird's jetzt einmal von bevorstehender Hochzeit schwärmen. Dann wird's jetzt einmal mit ihm knuddeln, weil das wünscht sie sich ja. Und dann wird sie jetzt aber einmal Zweifel über die Hochzeit äußern und einfach sagen, es ist da noch etwas, das ich dir noch nicht erzählt habe. Und ich habe deshalb ein paar Zweifel, muss ich ganz ehrlich sagen. Okay, irgendwie ist das trotzdem ein positives Gespräch und ich verstehe nicht ganz, warum. Dann wird sie ihm eine dramatische Geschichte erzählen und einfach nochmal sagen, du weißt ja noch, wie es damals mit Gabriel war und auch mit Raoul. Ich dachte, das sind meine Männer fürs Leben und dann wurde ich schwanger und beide haben mich mehr oder weniger fallen gelassen. Und ich habe Angst, dass das bei uns auch passieren könnte. Und er ist jetzt halt natürlich sehr verwirrt und ist so wie, warum sollte das bei uns passieren? Du weißt doch, dass ich gerade keine Kinder möchte. Und jetzt wird sie ihm einmal die große Neuigkeit erzählen. Und ihm sagen, Lenny, ich weiß, dass du keine Kinder willst, aber es ist dafür vielleicht schon ein wenig zu spät, denn ich bin schwanger. Und wie wir schon befürchtet haben, er reagiert absolut negativ. Und sie ist unfassbar traurig. Also wir haben hier jetzt wieder diese Stimmung, wie kann man darüber nicht glücklich sein? Emmas Partner hat schlecht auf die Verkündung von Emmas Schwangerschaft reagiert. Es ist so furchtbar. Emma ist so glücklich über das Baby, aber ihr Partner will das Baby nicht. Wir haben tatsächlich wieder die gleiche Situation, die wir jetzt schon zweimal hatten. Dann werden wir jetzt einmal versuchen, ihn wegen der Schwangerschaft zu beruhigen und werden ihm nochmal nach seinem Kinderwunsch fragen. Vielleicht hat sich seine Meinung jetzt ja schon geändert, aber ich befürchte leider nicht. Ich möchte momentan keine Kinder. Und deshalb wird Emma jetzt ihre wahren Gefühle sagen und wird sich jetzt einfach mit ihm streiten. Sie wird einmal über Romantik streiten und wir sagen einfach, sie wird sagen, hey, es ist genauso deine Schuld wie meine Schuld, dass dieses Kind unterwegs ist und ich freue mich drüber und ich möchte dieses Kind bekommen. Dann wird sie ihm jetzt verbotene Wörter um die Ohren brüllen und einfach sagen, deine Handlungen haben Konsequenzen, du bist erwachsen und du musst das verstehen. Und er zeigt sich aber irgendwie nicht sonderlich einsichtig. Und natürlich hat Emma jetzt immer mehr Zweifel, ob sie die richtige Entscheidung trifft. Jetzt gibt es für sie gerade aber kein Zurück mehr. Und sie werden mit der Hochzeit fortfahren. Es ist jetzt einfach so, wahrscheinlich schreien ihre Kinder schon, Mama, wann geht's endlich los? Wann können wir uns endlich hinsetzen? Und jetzt sagt Emma, okay, beginnen wir mit den Zeremonieaktivitäten und alle sollen sich hinsetzen. Hier am Hochzeitsbogen. Wieso sitzt ihr am Boden? Ich dachte, das Pack ist gefixt. EA? Was ist das? Violet, du setzt dich da hin. Und es tut mir leid. Gabriel, du musst jetzt leider gehen. Du kannst nicht einfach im Gang sitzen. Dasselbe gilt für Sydney. Was ist mit euch? Falls ihr euch das Pack kaufen wollt, wie ihr seht, es ist nicht gefixt und die Hochzeiten sind absolut gleich chaotisch wie immer. Können sich nicht bitte einfach alle hinsetzen? Das kann ja nicht so schwer sein. Okay, ich habe es geschafft, alle sitzen. Fragt mich nicht wie, aber es hat funktioniert. Gabriel musste, wie gesagt, leider gehen, aber alle anderen sitzen. Jetzt kommt der nächste Schritt. Und zwar wird jetzt ein Sim, und zwar Lenny, wird jetzt den Gang hinaufgehen. Funktioniert das jetzt? Ich bin sehr gespannt. Ja, okay. Er geht erstmal durch alle durch. Alles klar. Und jetzt geht er hinauf. Okay, perfekt. Oh, wow. Dieser Moment spricht Bände. Er weint. Und ich glaube, ehrlich gesagt, nicht vor Glück. Dann wird Emma den Hochzeitsstrauß festhalten. Halte den Hochzeitsstrauß. Gut. Nein, was macht dieses Kind? Gast. Oh, nein. Und jetzt steht Violet auf. Okay. Alle anderen können jetzt machen, was sie wollen. Ich gebe es auf. Und dann werden wir zwei Sims den Gang heraufschicken. Und zwar Emma und ihren Vater, würde ich eigentlich sagen. Aber aus irgendeinem Grund ist er nicht da. Egal. Dann muss sie mit Leo zum Altar gehen. Ja, kauft euch das Pack vielleicht doch nicht. Es ist sehr verbuggt. Leo bewegt sich irgendwie nicht. Gut, ich glaube, Emma muss allein hinaufgehen. Wow, das ist ein großartiges Pack. Wo ist ihr Hochzeitsstrauß? Wieso haltet sie den Hochzeitsstrauß nicht mehr? Was ist das? Und auch sie ist am Weinen. Oh Gott. Jetzt hält sie den Hochzeitsstrauß wieder. Und irgendwie erfrieren auch alle bald.
Aber gut. Was jetzt mein Plan ist, ihr habt es euch vermutlich schon gedacht. Ich wollte das Ganze ein bisschen epischer machen, aber irgendwie ist dieses Pack absolut chaotisch oder ich bin einfach zu blöd, um Hochzeiten stattfinden zu lassen. Bitte schreibt mir in die Kommentare, falls das bei euch besser funktioniert und was ich falsch mache. Und früher gab es ja die wunderschöne Interaktion, dass man davonlaufen kann. Die gibt es nicht mehr. Deshalb wird das jetzt alles sehr unspektakulär und sie wird sich hier vor allen anderen von Lenny trennen. Einfach, weil er nicht damit klarkommt, dass sie ein Kind von ihm bekommt und er nicht damit umgehen kann. Emma Potter macht Schluss mit Lenny Shaw. Und er ist natürlich am Boden zerstört und weint. Und aus irgendeinem Grund sind sie trotzdem noch Braut und Bräutigam. Emma hat soeben die Verlobung gelöst. Sie sind noch immer Braut und Bräutigam. Gut, wir werden das Ereignis jetzt beenden. Vorzeitig beenden. Alle amüsieren sich offenbar ganz prächtig. Du willst doch nicht, dass das gesellschaftliche Ereignis so früh endet. Ja, ich bin auch der Meinung, alle amüsieren sich absolut prächtig. Ist doch bei jeder Hochzeit so, wenn die Braut vor allen anderen mit dem Bräutigam Schluss macht. Ja, das war eine tolle Hochzeit. Ich glaube, alle sind meiner Meinung. Und auf jeden Fall ist Emma jetzt unglaublich traurig. Sie hat ein gebrochenes Herz, Trennungsblues. Es ist ein trauriges Ereignis im Leben meines jeden Sims, wenn eine Beziehung zu Ende geht. Dann ist sie noch immer traurig, weil Lenny das Kind nicht möchte. Und die Beziehung der beiden ist jetzt natürlich auch im Keller. Emma ist tief verletzt, Lenny ist verbittert wegen der Trennung und verletzt. Hier haben wir noch aufgelöste Verlobung. Ich weiß, viele von euch haben sich gewünscht, dass das nicht so endet, aber es war die einzige Option meiner Meinung nach. Und jetzt wird die Familie Potter wieder nach Hause gehen. Ich bin schon sehr, sehr gespannt, wie das Leben von Emma weitergeht. Wer weiß, vielleicht kommt sie ja irgendwann noch mit Lenny zusammen. Aber derzeit wird sie eben noch eine ganze Weile Single bleiben. Ich hoffe übrigens, ihr seid nicht zu traurig deshalb. Mir tut Lenny natürlich auch unglaublich leid, aber ich glaube, er schafft das schon. Okay, als erstes wird sich Emma jetzt einfach mal umziehen. Sie möchte ganz sicher nicht mehr im Hochzeitskleid sein. Ihre Kinder sind tatsächlich noch dort bei der Feier. Vielleicht haben sich gerade die Drillinge bereit erklärt, ein paar organisatorische Dinge für sie zu regeln, weil sie eben nicht mehr dort sein wollte. Und jetzt geht sie tatsächlich auch in ihr Bett und wird sich ausheulen. Und an dieser Stelle werde ich den Part dann auch beenden. Und nun sind wir schon wieder am Ende meines Videos angelangt. Ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat, auch wenn es ein eher trauriges Video war. Und an dieser Stelle freue ich mich natürlich wie immer über jedes Abo, über jedes Like und über jeden Kommentar. Und ich hoffe, wir sehen uns in meinem nächsten Video wieder. Bis bald!